Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier jetzt, und zwar die Flachwitz-Challenge machen wir jetzt in LOL. Mal gucken, ob wir das öfter machen werden, auf jeden Fall jetzt das eine Mal. Aber ich denke, vielleicht öfter, wenn es gut ankommt, mal schauen. Und auf jeden Fall mit dabei der liebe Luzi und der Tobi. Yo. So, wir werden jetzt quasi eigentlich gar nicht richtig LOL spielen, wir haben das jetzt nur als Hintergrund gewählt. Wir stellen uns hier jetzt, würde ich sagen, alle ins Gebüsch. Oder farmen ein bisschen, eigentlich egal. Und wir probieren halt, uns gegenseitig Witze oder Flachwitze zu erzählen. Und ja, halt der darüber lacht, wird getötet. Ganz einfach. Und wer am Ende am meisten Tode hat, der wird zum Lachsack gekrönt. Ja, genau. Und ich würde sagen, wann machen wir den Lachsack fest? Wir haben auch schon automatische Angriffe aus. Bei 15 würde ich sagen. Bei 15? Ja, ergibt Sinn. Ja, bei 15 Minuten ist dann der Lachsack. Und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt auch mal gleich an. Um gar nicht so viel Zeit zu verlieren, oder? Können wir gerne machen. Okay, wer will starten? Er. Okay, Tobi. Du. Okay. Mein Penis war im Guinness Buch der Rekorde. Dann wurde mir das Buch weggenommen und ich bin aus der Bücherei geflogen. Ah, das war's noch nicht. Hauptsache, ich hab, als du so anfingst, war ich schon kurz davor loszulachen, weil ich den einfach kenne und der extrem gut ist. Finde ich zumindest. Aber. Okay. Ja. Dann ist Lucy dran, würde ich sagen. Ah, oh, nee. Auch sagen. Na gut. Treffen sich zwei kommt da dann nicht. Boah, der ist kam jetzt der Witz ist eigentlich so scheiße, aber es war gerade echt schon grenzwertig bei mir. Einfach weil ich jetzt mit so einem übelsten Flachwitz gerechnet habe. So, Fabi, du bist. Mann, ja, gut. Ich hab keine Ahnung. Egal wie gut du auch fährst, Züge fahren Güter. Nochmal eben angemerkt, bei seinen eigenen Witzen darf man theoretisch lachen. Man muss halt nur probieren, die anderen zum Lachen zu bringen. Also nur die dürfen nicht, man selber darf. Boah, ich musste fast los. Ich musste fast los, Loch. Scheiße, dann bin ich ja jetzt wieder dran. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Das ist eigentlich auch so scheiße. Kennst du dieses Gefühl, was dann so hochkommt? Was es unterdrücken musste vom Lachen? Ja. Okay, ich bin dran, gell? Ja. Hitler hatte leider keinen Führerschein. Kannte ich schon. Fuck you, Mann! Ey, der hat mich angegriffen! Ich hab ihn nur weggekickt! Boah, Alter, war das schwer, ich kannte den auch nicht. Boah, fast hätte ich nur lachen müssen. Er hat mich provoziert. Ja gut, nur weil du in den Zug kotzt, bist du noch lange nicht bahnbrechend. Ich bin? Ja. Kämpfen Hitler und zwei Juden in der Gaskammer um ihr Leben. Wer gewinnt und warum? Die Juden. Warum? Heimvorteil. Wieso kommen jetzt eigentlich die ganze Zeit solche Witze? Das finde ich nicht gut. Luzi. Was ist der Unterschied zwischen einem Jude und einer Pizza? Schon wieder so ein Witz. Ja gut, sag mal. Die Pizza schreit im Ofen nicht. Du darfst nicht töten, du darfst nicht töten. Alter, die ganze Zeit so Witze, aber der war einfach First Blood. Also, ihr wisst wahrscheinlich, wir meinen diese Witze natürlich, wenn man das sagt, ist halt ein Witz, das ist natürlich nicht ernst gemeint, ne? Unter Freunden macht man sowas. Ja, genau, außer Luzi natürlich. Nee, war nur Spaß. Ja, ja, nein, Spaß. Das war natürlich nur ein Spaß von Luzi, aber huch, was mache ich denn hier? Ich kaufe jetzt einfach mal was Schaden bringt. Schau, ich trete dem Fisch in die Fresse. Du, wer war dran? Ich du, musste, du weil Luzi lachen, das heißt, ich bin. Alter, schau dir Liste an, wie er da so steht. Ja, schon geil, ne? Also, Fabi, dein Witz. Ja. Egal wie laut du auch Bach hörst, Heiner hört lauter Bach. Guck dir mal meine Reaktion mit Filster drauf an. Genau.
Gut. Mine is like this. Scheiße, da bin ich ja jetzt schon wieder dran. Wie nennt man eine Polizistin, die ihre Tage hat? Red Bull. Ja. Das ist meine Reaktion, Bruder. Luzi, so voll der Chiller. Ey, Tobi, das ist meine Reaktion. Warte. Nix. Nein, ich will eigentlich das machen. Seht ihr es auch? Ja, ich kann's sehen. Aber ich weiß, dass Luzi dran ist. Also, warte, ich mach einen auf Jackie Chan. Geh mal weg, Jurik. Schau. Scheiß. Ja! Also, sind zwei Juden und Hitler in einer Gaskammer. Wer gewinnt und wieso? Hatten wir schon. Du musst mal aufpassen. Die Juden gewinnen. Und wieso? Weil Hitler das Feuerzeug da hatte. Alter, der ist so scheiße. Du bist Also, Fabi, du bist tot. Ja, ich weiß. Mann, ich denke einfach, jetzt kommt genau dieselbe Scheiße. Und dann plötzlich kommt einfach eine andere Scheiße. Trotzdem kein Grund zum Lachen. Also. Sieht so aus, als ob du unser Lachsack wirst. Ja, momentan schon. Ich muss ein paar gute bringen. Ey, schon wieder? Vielleicht nicht ganz einfach, weil ich bin ja jetzt dran, ne? Ja. Ich hab jetzt sogar einen Flachwitz, Marke Eigenkreation. Okay, hau raus. Was ist das Lieblingskonsoleneingabemittel von Chuck Norris? Keine Ahnung. Der Nunchuck. Für die Wii. Ach komm schon. Das war aber ganz kurz davor bei Lucy, glaube ich. Ich bin ja schon wieder. Oh. Welchen Sitz nehmen wir? Ich fand den Nunchuck eigentlich gar nicht so schlecht. Sitzt ein kleines Kind im Sandkasten, baut eine Sandburg. Kommen zwei Typen vorbei, machen die Sandburg kaputt. Sagt das Kind, eines Tages werde ich euch verfickten Juden ausrotten. Kommt eine Stimme, Adolf, komm essen. Ich kenne den anders. Ja, es geht. Aber ich finde, wieso kommen die ganze Zeit solche Witze? Könnt ihr nicht mal normale Witze machen? Ich kenne den so. Ein Mann. Ja, du bist ja eh dran. Ja, ein Mann ist im Wald spazieren gegangen. Er hat einen Jungen ertrinken sehen. Im Bach, im kleinen Bach. Und bevor er aber im Wald spazieren gegangen ist, war bei einer Wahrsagerin. Die hat gesagt, du wirst über Millionen Menschen umbringen. Dann hat er sich gedacht, ja klar, sagt eh nur Scheiße. Und dann hat er den kleinen Jungen vom Bach gerettet. Und dann hat ihn zu seiner Mutter gebracht und die Mutter hat... Hör auf so scheiße zu lachen, Tobi, mit diesem Scheißfisch. Ja. Piss dich, Alter. Und... Nein! Er will mich! Ja. Und dann eben... Warte, wo war ich stehen geblieben? Bei der Mutter, gell? Er hat halt das Kind zur Mutter zurückgebracht und dann hat die Mutter gesagt, bedank dich bei Adolf. Hauptsache, der ist überhaupt nicht lustig gewesen. Einfach... Weil du die ganze Zeit solltest... Warte, wo war ich? Da, er hat dich abgelenkt! Tobi, hör mal auf zu lachen. Naja, gut. Er hat dich abgeleckt. What the fuck? Abgelenkt, hab ich gesagt. Ja, das sagen sie alle. So, Fabi, du bist. Ja, gut. Dann muss ich mal ganz kurz überlegen. Was gibt's denn so? Ey. Chuck Norris. Ihr kennt doch alle Thaddeus von SpongeBob, ne? Thaddeus Tentakel. Kenn ich. Der hat Chuck Norris' Namen auf eine Death Note geschrieben. Am nächsten Morgen stand er am Grab der Death Note. Ach, komm schon. Ich bin hier, guck, ich bin hier. Okay. Gehen zwei Jäger auf die Jagd. Der eine schießt, bumm, der andere kippt um. Weil er denkt, dass er ihn erschossen hat, ruft er die Polizei. Ich glaube, ich habe gerade eben meinen Kollegen ermordet, sagt der Polizist.
Okay, dann gehen Sie erstmal sicher, dass der Typ tot ist. Wenig später hört der Polizist einen Schuss. Und dann die Reaktion, was haben Sie da gerade gemacht? Naja, Sie sagten, ich soll sicher gehen, dass er tot ist. Na, kenne ich schon. Ich habe gleich auch noch einen guten. Mir ist gerade noch einer eingefallen, der ist ähnlich vom Themengebiet her wie Tobis. Komm, Luzi, du bist. Du bist es. Ach so, ich bin. Egal wie gut du parkst, Peter ist Parker. Oh. Mein du hast gegrinst. Nein. Doch. Nein. Bist du? Nein, hab ich nicht. Was wollt ihr hier? Kriegt der Angst. Fabi, du bist. Nein, ja, auf jeden Fall. Get the fish. Sagt der... Willst du Streit? Guck dir meine Waffe an. Die leuchtet schon lila für dich. Ah, willst du Streit, hä? Komm her! Komm her, gut. Wenn du Streit willst! Ey, warte kurz. Oh! Cool! Okay, ja, komm. Ja, auf jeden Fall. Du willst Streit? Komm her. Wo ist er? Tobi hat mich behindert, dieses Arschloch. Ja, ja. Okay, der gilt nicht. Ja, natürlich gilt der nicht. Aber Luzi wollte es halt auf die harte Tour. Oh. Ey, auf jeden Fall meint der Jäger zu Tom, ich habe gestern eine Mutter getroffen. Ach, komm schon. Hä? Ich hab's nicht gecheckt, Mann. Ey, das ist voll... Ich counter mich selber. Tobi lacht fast nie und Luzi versteht einfach keinen Witz. Ich glaube, damit hättest du mich fast zum Lachen bekommen. Versteht einfach keinen Witz. Ja. Ich glaube, das ist mein Vorteil. Ich glaube auch. Das ist aber unfairer Vorteil. Dafür spielen wir zwei gegen. Moment, dann bin ich ja. Hey, schau mal, Special Effekt an, wenn die Kugel fliegt. Okay, ich hab einen. Warum sind bei Blondinen die Häuser rund? Damit der Hund sich Eck pisst. Du hast gelacht. Ja, hab ich auch. Weil er so flach war. Du darfst Luzi. Ich wollte gerade sagen, du darfst Luzi töten. Komm schon, Luzi, sonst sterbe ich. Weißt du, macht er sich einfach gar nicht mehr Arbeit, als er braucht. Der feine Herr. Sicher. Schön ist, ich kann einkaufen. Und das geht nicht. Alter, dieser Special Effekt von der Kugel. Like okay. This. Luzi, du bist dran. Mach deinen Flach. Wir haben noch eine Minute. Hauptsache, steht aber 003. Wir haben eine Minute. Ja, nee, bisschen mehr noch. 2 Sekunden. Okay. Wer wartet hier? Zeit ab. Ich hab keine Ahnung, Mann. Machen wir's? Geil, wie gut du Fische fängst. Helene ist Fischer. Na, komm, ernsthaft? Das Beste, was du kannst? Fabi, du bist... Ja, gut, ja, mir fällt nichts mehr ein, Digga. Das ist aber traurig. Aber einmal fick ich noch den... Oh, wieso? Du hast mich getötet. Ach so, du willst verzerren, hä? Hey. Ja. Das doch. Ist so perfekt. Mobbingkreis. Nee, Mobbing Dreieck. Genau. Ja, gut, warte, ich mach noch einen 101 gegen Fizz. Komm. Okay. Egal wie gegen Fizz, Mann zu Mann. Falsch. Fabi, mach deinen Witz. Egal wie still du bist, Ben ist stiller. Egal was für ein Sandler du bist, Adam ist Sandler. Na gut. Wie sagte die Flunder schon zum Clownfisch? Ich bin platt. Ja, war schon hart, den zu überstehen. Komm her, Fisch. Ey, was sagt der eine Fisch zum anderen Fisch? Hi, Fisch. Oh, that skill, though. Nur Tower. Ach, komm an, du Scheiß. Du bist so scheiße, Fabian.
Ich habe einfach die Chance genutzt. Wenn ihr schon nicht über meine Witze lacht, weiße. Und damit würde ich sagen, wir haben einen neuen Lachsack. Ja, stimmt. Die Zeit ist schon um. Ja, wir haben sogar eine Minute überzogen, aber... Ja, bei euch ist einfach unmöglich, Lutz, sie versteht die Witze nicht. Und Tobi lacht einfach nicht. Ich brauche nur mal gute oder verdammt beschissene Sachen, um zu lachen. Ja, und sowas ist uns leider nicht eingefallen. Aber naja. Ausgefallen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schaut doch mal beim Lutzi vorbei. Beim Tobi auch, falls er irgendwann mal seinen Kanal erstellt. Er arbeitet ja gerade tüchtig schon dran. Irgendwann wird er bestimmt mal auf YouTube aktiv sein. Radio, ich spiele dann Radio, radioaktiv. Genau. Und ja, natürlich abonnieren, um die anderen Sachen nicht zu verpassen, die noch folgen. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich hab noch... Tschüss.